Tschüss. Was habe ich mit dir gemacht? Hi, Yang Yang. Aber von den Leuten, wo die das wirklich gespielt haben, habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich schlechte Meinungen gehört. Ich habe nur Kommentare gesehen, wo die meinten, das ist scheiße. Ich sehe gerade meine ganzen gefolgte Liste, die spielen alle World of Graves, ne? Alle. Außer einer, der spielt einfach Red Dead. Hat richtig reingeschissen. Aber sonst sind gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6, 7 Leute am World of Graves Stream von 8. Und ich sehe, dass jeder weiter ist als ich. Das macht mich traurig. Alter, und der ist einfach schon Level 27. Der Typ hat kein Leben, ich schwör's dir. Was? 27? Ja, der war schon vorhin, als ich gegangen bin, schon 22. Und der hat sogar später angefangen als wir, ne? Der hat erst irgendwann 4 Uhr oder so angefangen, ne? Ich glaube, der hat einfach alles durchgeskippt. Actually, ich hab mal reingeguckt, der skippt aber auch nicht wirklich. Also er guckt schon schneller, aber er skippt nicht mit dem Skip-Button oder so. Aber soweit ich weiß, hat er das Spiel auch schon gespielt gehabt in Beta, weißt du? Ich glaube, ja, der kennt sich gut. Schon ein bisschen aus, wie man am schnellsten leveln kann. Ich hab den nicht erwischt, was soll das denn? Also sieht man, dass man auch am ersten Tag auf jeden Fall schon Level 30 erreichen kann. Ich glaube, die 3 Level macht der Easy auch noch heute. Na gut, im Normalfall stehst du ja nicht 4 Uhr auf und spielst das bis jetzt. Ja. Also gib mir mal aus, du kannst nicht im ersten Tag bis Level 30 leveln, scheiß drauf. Aber du kannst im ersten Tag auf jeden Fall den Multiplayer freischalten. Ja, ich müsste ja jetzt den Multiplayer freigeschaltet haben. 22. Ah, 22, okay. Ja. Warte, das wollte ich noch Mikro sagen. Ja. Sonae areba urei nashi. Und bringe alle Hasen oder Rentiere um, weil du kriegst dafür auch ein Abzeichen. Das sind nochmals plus 45 von den Splittern. Yukso. Ich muss dran denken, noch mal einen ganzen Resin zu verbrauchen, bevor ich aufhöre heute. Und ich habe den Abyss schon freigeschaltet.
So, bin wieder dran. Okay. Ich hab den Abyss auch schon freigeschaltet. Ah, hast du schon gespielt? Ja, ich schaffe 6 von 9 Aufgaben. Das waren auch dann nochmal 900 von den Splittern. Guck mal bei den Streamern allen rein, was die so für Chars haben. Oh, ja moin. Ist ja ganz lustig, dass einer genau gerade wo ich bin. Er ist genau bei der Skarkfest. Ich will seine Charaktere sehen. Ja gut, das kann ich erstmal warten. Ich glaube, der ist jetzt mal in der Cutscene sehen. Aber was mich ein bisschen nervt, ist die deutsche Übersetzung. Weil jedes Mal, wenn da ein Ü oder so ist, ist es immer so richtig frei gehalten. Das sieht irgendwie richtig beschissen aus. Ich finde allgemein, dass man auch kein Fragezeichen nutzen kann, das ist sehr komisch. Der nächste ist jemand einfach gar nicht da. Ich liebe es. Nur bei dem rein. Ah, er ist noch ein Tutorial. Er hat nur Yang Yang. Aber ich bin ein Streamer, der ist Bibo Schokola. Der hat einfach schon 2 5 Stars. Crazy, oder? Oh, dann sehe ich bei den Streamer, der hat auch schon Gian. Soweit ich weiß, payt der auch gar nicht rein. Also der hat den auch Free-to-Player spielt. Crazy. Dann haben wir noch Leute, die mir empfohlen werden. Ich guck mal bei denen rein. Five-Star sehe ich jetzt noch nicht. Oder hat er auch noch nicht ausgerüstet? Ich sehe, die sind natürlich auch weiter als ich. Liebes. Ich hoffe aber so sehr, dass das Game nicht stirbt. Nur wegen, ich weiß, Controller-Unterstützung und den paar Graphic-Bags. Denke ich nicht, das Spiel. Zumal nicht. Hat so viel Potenzial. Es ist geil umgesetzt, die Charakter sind geil, der kann. Hat das auch. Aber ich finde die meisten, die immer von der ersten Version direkt rumholen wegen Graphic-Bugs, kann ich nicht verstehen. Es ist immer so bei jedem Spiel. Es kann man nicht vermeiden. Es werden immer Bugs da sein. Aber sie werden auch immer wieder gefixt, weißt du? Ja. Aber ich sehe gerade schon, dass wir auf jeden Fall schon über 1 Million Spieler sind. Ich sehe gerade bei einer Streamerin, die schon UID 1.200.000. Und sie scheint auch neu zu sein. Ja, ich guck mal beim nächsten rein. Der Genshin, jawohl. Solo-Leveling, Junge. Er spielt aber Solo-Leveling. Jetzt haben wir noch einen. Wait, wait, zeig mal her. Oh, er ist auch noch ein Tutorial. Er ist aber auch 1 Million. 1 Million. 1.266.000 oder so. Und spielt seit 6 Stunden. Crazy. Wen haben wir hier? Ja. Auch, einfach, sind die alle noch am Anfang? Was geht denn ab? Die sind alle noch in dieser Anfangs-City, wo die mit Jixia und Yang Yang da unterwegs sind. Ja, hä? Viele haben. Die haben alle gefühlt erst angefangen. Ja, viele haben erst jetzt angefangen. Dann habe ich hier einen. Der sieht richtig lustig aus. Das ist der hat so einen Charakter. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie VTube-Dingsbums. Mhm. Einfach einen weiblichen Charakter, obwohl er ein Typ ist. Kann man machen. Kann man machen, ne? Ja. Ein Wurm. Ah, jetzt bin ich 17. Hm.
Ach, ich sehe gerade, der Typ hat einfach auch Dungeon. Jeder hat Dungeon. Ohne Witz, jeder. Ne, ich krieg den Limited Char, aber nicht den Forster. Das kann doch nicht sein. Ich habe auch gar keinen Bock, wenn ich... Ne, ich glaube, ich werde auch nicht mehr weiter auf sie pullen, ne? Ich gehe auf gut Glück, dass ich sie irgendwann im Standard-Banner oder irgendwie 50-50 verliere, so zu bekommen, weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich glaube, jetzt auf sie die ganze Zeit zu pullen, wäre dumm. So spare ich mir lieber und ich... Weil man merkt, dass das Spiel eigentlich relativ gönnt. Vielleicht kriege ich ja auch relativ early wieder einen 5-Star, man ich weiß ja nicht. Dann gab es die Leute, die sich auf TikTok beschwert haben, dass sie das erste 50-50 verloren haben und deswegen das Spiel wieder deinstalliert haben. Die sind auch lustig, oder? Ich sehe gerade, der nächste hat auch schon Gian mit Verena freigeschaltet. Ich glaube, das ist echt eine gute Kombi. Das ist Verena, eine sehr ist gute Kombi. Gut. Ich hoffe, dass ich sie bekomme. Das wäre echt cool. Kalschau und Verena, das sind die zwei, die mich noch richtig interessieren. Also ich muss sagen, Jiangxin hat mich bis jetzt nicht wirklich krass überzeugt. Nee. Das Einzige, was halt an sie cool ist, ist die Kasua-Idol-Animation. Das ist das Einzige. Sie ist auch der schwächste Support. Ach, sie ist Support? Ich dachte, sie wäre Angriff oder so. Nee, Support. Was supportet sie denn? Damage oder was? Ja. Und Verena ist halt besser, weil sie sowohl supportet und halt. Also Rain Race hat noch aktive 100k Zuschauer, also ist noch stramm. Also über 100k. Ah, taktisches Hologramm und den kannst du in verschiedenen ja sicher. Ich bin gerade der Streamer, der ist auch schon Level 19. Das ist krass. Ich bin wirklich sehr langsam am Level, merke ich gerade. Hat eigentlich Erik nochmal mit dir gequatscht? Nö, der kam nicht mehr zurück. Ach so, weil der hat nämlich noch gespielt, glaube ich, habe ich gesehen. Weil der ist auch wieder höher als ich. Ich habe aber noch einen Kumpel, der das Spiel spielen wollte, aber irgendwie kommt der nicht. Wollte Toastbrot das nicht ausprobieren? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keinen Kontakt zu dem. Also, er kommt einfach nur random manchmal in den Kopf. Also sozusagen, so viel Kontakt, wie du mit ihm hast, habe ich auch. Also wenn der Call kommt, dann bist du immer da. Dann habe ich noch meinen Whale-Kumpel. Bro? 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 Hallo?
Komm mal bitte in meinen Stream und sag mal, was dir auffällt. Das habe ich vollkommen vergessen. Schau mal. Ich bin bei dir. Nicht auf den Text achten. Achte einfach drumrum. Wir haben vorhin noch drüber geredet. Ah, die Farbe von den Haaren. Nein. Es ist nicht das. Es hat eher was mit Gameplay zu tun. Merkst du es immer noch nicht? Was geht hier ab, Alter? Guck mal auf meine Steuerung, bitte. Was ich tippen muss. Du hast den Controller. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn einfach nur verbunden mit Kabel. Mir ist das gerade aufgegangen. Ich bin ausgesehen gegen meinen Controller gekommen. Ich wollte das ja testen. Ich hab das voll wieder vergessen. Alter, was geht hier ab, Junge? Was bekomme ich hier alles? Damn. Läuft es eigentlich sauber mit dem Controller? Ja. Es ist nur verwirrend, weil jedes Mal, wenn ich hier wieder X drücke, dann geht er wieder drauf. Das hast du einen PlayStation-Controller genommen? PS5-Controller, ja. Jo, was ist das hier? Ist das der Battle Pass oder was ist das hier? Nee, das sind Dailies. Guck mal, oder nicht? Ja. Doch, ja, das sind die Dailies. Oh, geil. Das ist das System wie in Honkai, ne? Und in Engine. Jetzt muss ich ein ordentliches Level abbekommen. Oh mein Gott, mein Level, Bruder, guck mal. Ich war gerade noch Level 8. Zwei Level aufgelevelt. Okay, geil, let's go. Ich könnte das Level upgraden, ne? Oh ja, ich kann endlich aufsteigen. Let's go. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich schon mal ein Controller ist. So. Ich level mal den Rover erstmal noch nicht auf. Weil ich weiß nicht, ob ich sie weiterhin spielen werde, you know. Ja. Aber ich hoffe so sehr, dass ich Verena bekomme, weil das wäre echt top. Oh, ich kann. Alter, das Goldene bringt ja richtig viel an Level. Oh nee, ich schaffe es nicht, guck mal. Ich werde noch bis Level 39 kommen. Ja, schade. Kriegt man eigentlich sowas wie Pools oder so? So Belohnungen, wenn du die auflevelst? Nee, ne? Welche? In Genshin hast du doch mal so Pools bekommen, wenn du die aufgelevelt hast. So alle 20 Level oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, ich weiß, was du meinst. Da kriegst du nichts. Oh, eine Constellation. Ich glaube, heute... Jo, mir Podcast, was ist das? Oh, das ist der Battle Pass. Ja, ich denke, so viel Splitter, die ich heute gesammelt habe, werde ich wohl nie wieder im Game sammeln, an einem Tag. Das wahrscheinlich nicht, aber es war trotzdem gut. Wie komme ich jetzt mit Controller dahin? Jetzt check ich das nicht. Ah, okay, nevermind.
Hat die Woche jetzt mit dem Battle Pass erst angefangen? Sieben? Ja. Ah ne, ja, doch. Nee, hat's nicht. Wir haben nur noch 3 Tage Zeit. Das hätten sie mal anders machen können, Arschlöcher. Ne, wöchentliche Aufgaben müssen wir in 3 Tagen schaffen. Die armen Leute, die nicht so viel Zeit haben. Die wöchentlichen sind nur noch 4 Stück, die ich fertig machen muss. Ich so. Ah, hier bekomme ich noch was. Ah, das nehme ich mit. Cool. Technische Quest. Dann mache ich die mal. Na, da ist sie. Muss man die Dailies dann irgendwo noch abgeben, oder? Nö, nö. Also gibt's da nicht so eine Käferin in der Art? Nee, die gibt es hier nicht. Okay, ausweichen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man ausweicht. Hä? Wie weicht man aus? Mit der schon. Achso, mit R1, Junge. Was ist das denn? Kannst du halt die Taste nicht überlegen. Okay, das ist easy. Was macht man denn auf Kreis? Warum dasht er nicht auf Kreis? Auf Kreis hätte ich es am liebsten gedasht. Wir bekommen nur noch ein 5-Star-Echo. Oh, was ist das? Ich kann es leider nicht sehen. Ja. Also ich liebe das Spiel bis jetzt komplett. Also mir gefällt es auch. Aber so sehr, dass Leute jetzt nicht rumheulen wegen dem Scheißstart und das Spiel einfach zu Tode bringen. Oh, was nervt es, Karte zu öffnen mit Controller, merke ich gerade. Das war die Daily, oder nicht? Ja, ich will die verfolgen. Da lang. Warte, erstmal muss ich meine Einstellung ändern. Den Controller. Ja, das ist mal richtig. Guck mal, der kennt auch meinen PS5-Controller an. Ja. Hast du alles. Print ausweichen. Aber hast Eingang erlaubt keine Einstellungen. Hast du die irgendwas in den Einstellungen noch geändert, oder? Einfach nur angestöpselt. Kannst du mir mal einen Stream machen? Ich bin in deinem Stream. Kannst du mir mal einen Stream machen? Du. Wie meinst du? Mein Stream? Ob du einen Stream machen kannst in Discord. Ja, warte. So. Gut. Okay, jetzt bist du doch drinnen. Da sag mal Chef, wenn du die Einstellungen kannst. Also ich geh mal in die Einstellungen. Quatsch, ich muss. Was mache ich denn da? Kollege. Ja. Jetzt kann ich in die Einstellungen. Hattest du irgendwas? Dann geh mal zur Kontrolle runter. Ja. Und geh mal oben und switch mal oben rüber. So hab ich das. Okay, geh mal raus. Hast du den PlayStation 5 Controller gerade dran? Warte, ich mache ihn jetzt mal dran. Ich hab ihn jetzt. Mit Kabel, ne? Ja, mit Kabel. Ich mache jetzt ihn dran. Jetzt muss ich ja etwas Soft gesammelt haben. Das Kabel ist direkt mit dem PC verbunden, ne? Ja. Gut. Wird okay. Okay. Dann. Geh mal raus und guck mal, ob der Controller
nicht raus, also einstelle nochmal für Controller, guck mal, ob er anerkannt wird. Nee. Nee. Leuchtet der bei dir rot? Er leuchtet bei mir orange. Gut, bei mir ist er nämlich in die rote Farbe gewechselt, als wenn irgendein Waves angeklappt hat. Auch wenn ich mein Microsoft, also mein Xbox-Controller. Aber Xbox-Controller sollte ja eigentlich auch ohne Probleme gehen, sonst würde der da ja nicht angezeigt werden, weißt du? Also wenn die wirklich durchziehen wie Genshin, dann wird das Spiel wahrscheinlich sogar besser sein. Ja, definitiv. Es ist ja aber auch neuer, also eigentlich sollte es besser sein, so weißt du? Es sollte ja die Sachen richtig machen, was die Vorgänger falsch gemacht haben. Also im Groben sage ich mal Vorgänger. Ich sag mal ähnliche Spiele. Oh, die Ult von Gian ist so nice, Alter, holy shit. Der nimmt die einfach auseinander. Oh, nächstes Level. Alter, wenn man die Dailies frei hat, dann levelt man ja gut. Stimme Echos 50 mal ab. Was bedeutet das? Was stand da? Stimme 50 Echos ab. Ah, du kannst die Echos leveln, oder? Du kannst die Echos leveln, ja. Ja, gut. Das habe ich schon gemacht, aber es zählt anscheinend nicht. Na gut, dann warte ich mal lieber, bis ich gute Echos habe. Auch wenn das wahrscheinlich nicht in den nächsten 3 Tagen der Fall sein wird, weil das wahrscheinlich genauso Pain wird wie Genshin. Die Artefakte. Stimmt, was braucht eigentlich für Bosse? Brauchen die Charaktere Bosse? Ja, ne? Ja. Okay.
Das scheint ein Boss vom Boss zu sein. Hast du den Boss? Das ist der hier. Dann gehe ich dir mal schnell klatschen, wenn ich's kann. Nico! Nee, der ist wahrscheinlich ganz da oben. Oh, darf ich jetzt wie so ein Billo da hochrennen? Oh, nee. Wo ist denn der beste Weg? Okay. Ich glaube, das ist ein Teleportationsbetrieb. Da scheint es gut zu sein. Ja, ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Scheiße. Komm ich da hoch, Mann? Das sieht ja absolut unmöglich aus. Wo? Hier hoch, schau mal. Das ist ja mal so ein Weg, hier hochzukommen. Das ist etwas knifflig, ist aber möglich. Ich glaube hier. Oh, das sieht richtig gut aus. Ja. Perfekt. Ich muss noch daran schmunzeln, wenn ich den Namen Gian lese. Da muss ich immer an den einen YouTuber, den Türken, da denken. Ich weiß nicht, wen du meinst. Der immer seine Ausländer-Witze macht. Also hier sollte eigentlich ein Teleportationspunkt sein, aber irgendwie finde ich ihn nicht. Ich glaube, er ist doch unten. Ja gut. Das scheint der Boss zu sein. Wie trigger ich denn den Boss? Das ist keine gute Idee, da zu bleiben, weil da ist eine Giftaura. Die wird mit der Zeit immer schlimmer. Okay, aber wie besiege ich den Boss schnell? Ich will den Boss ja schnell besiegen. Kann ich den noch nicht besiegen? Den kannst du noch nicht besiegen. Oh, ich brauch den. Okay. Ja, was geht jetzt ab? Das ist das, was ich dir sagte. Ach, Junge. Arschlöcher. Aber hier ist trotzdem noch ein Dings. Da ist ein Teleportationspunkt, let's go. Yukso. Aber auf dieser Railwing-Seite kann man sich ja mittlerweile auch anmelden oder so, dass man die Sachen speichern kann. Ich hab's nicht geprüft. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, dann alles zu verlieren, wenn ich mal einen Tab lösche oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich finde nichts auf Railwing GG. Nee, da kannst du dich nicht anmelden. Aber die haben auch die Codes, genau die gleichen, die ich reingeschrieben habe. Ich probiere die jetzt nochmal, ob sie jetzt gehen. Nee, der klappt nicht. Hm.
Ah, nee, geht nicht. Nico. これでどう。これも音の力だ。 行くぞ。 5 Uhr. これでどう。反撃の時だ。
Alter.行くぞ。行くぞ。 行くぞ。 Hier sieht richtig gut aus. Schau mal. Guck mal da hinten, das sieht richtig cool aus, ne? Jo. Hm. Ah, da hinten ist noch eine Kiste, ja Mann. Was macht mein Echo? Ich check das nicht. として使おう。 Ich habe gerade diesen S-Trade-Dings-Buch Job den Teil gefunden, der ist einfach weg gewesen. Wollte ihn hauen, oder ist er nicht despawned?
Ich glaube, man muss den richtig schnell fangen, kann das sein? Ja. Ja, Gian keine Reichweite gehabt. これで決める。 Stark, schön daneben geschossen. Kann man das irgendwie drehen? Schau mal. Ah ja, drehen, warte. Ah, ja. Ja. Geh's. Na gut, das wird nicht viel bringen. Weißt du, was ich hier machen muss? Ja, yeah, du musst alle Felder aufleuchten lassen. Ja gut. Gibt es hier noch mehr von den Dingern? Nee, du musst die schon so anordnen. Doch, ja. Das wäre mir nämlich auch gerade zu dumm gewesen. Das wäre viel zu wenig gewesen. Da kriege ich sie nochmal hin. Da brauche ich noch einen einzelnen, dann brauche ich noch mal so einen Double. Ah, da drüben ist noch mal einer. Das scheint ein Double zu sein, jawohl. Oh nein, ich wollte die wirklich machen. So, jetzt noch eins. Wo ist das letzte? Unten scheint was zu sein. Nee. Ja, oder? Was ist das? Oh, das ist das. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Na gut, ich muss nur ein so ein Ding finden. Oder kriege ich das irgendwie auch so? Nee, ich glaube nicht. Ich schätze den Sud zu mir hier. Ah, du hast das Portal, ne? Ja. Ich brauche nur eins, aber wo ist es? Ich sehe irgendwie. Ah, ich hab's gefunden. So schwer war es jetzt nicht. Ah, jetzt habe ich alle. Ja, perfekt. Sieh mal an, das war doch gar nicht so schwer, ne? Das war doch easy. Ich finde die Rätsel auch richtig cool, ja. Die Rätsel sind doch cool. Die Grafik, Digga, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das Game sieht so wunderschön aus. Auch wenn ich sagen muss, ich bin gar kein Fan von solchen Maps, die so komplett destroyed sind. Aber ich finde die Map richtig cool. Ich hab's immer gern, wenn die schön ganz sind.音の力だ。一気に行くぞ。好きだろけど。 行こう。
行こう。一気に行くぞ。響け。これで終わりだ。 Hier kann man auch noch mal Splitter bekommen, geil. Da kann man noch mal 300 Splitter bekommen.彼らの意志は、俺が引き継ぐ。
行くぞ。 待つのみ、反撃の時だ。 呼吸として使おう。 行くぞ。 So, dann habe ich jetzt genug für zu pudeln. Ich habe echt ein Problem. Wie denn? Schau mal, mir fehlt eins von denen. Aber wo soll das sein? Das ist mies. Ist es das da oben? Da hinten, oder? Es ist das da oben, what the fuck? Warum wird das da angezeigt? Ich war ganz Zeit voll verwirrt, weil ich dachte, das zeigt in die Richtung, wo es, welche Seite das ist. Ja gut, dann weiß ich, dass es auf jeden Fall nicht so ist. Nein, mir fehlen noch drei scheiß Splitter. Drei, guck Tutorial. Ob du da noch was hast. Ne, im Tutorial habe ich nicht mehr, aber ich habe hier ein paar Schmetterlinge. Ja, nicht Tutorial, ich meine Dings hier. Ich meine, diese Dings halt, wo du immer so einen Eisfeld bekommst. Ja. Oh, wir sind kleine schwache Gegner. Vielleicht hab ich's ein bisschen. Also mit Gian sind irgendwie alle Gegner schwach. Yeah, genau 5 Stück. Das ist das, was ich brauche. So. Kannst du schauen, ob ich Glück habe. Bereit? Ah ja, Waffenbanner, okay. Hast du schon mal einen Waffenbanner gepult? Ja, hab das dieses Teil bekommen. Ah, okay. Also bist du schon im 20. Pitti, ne? Ja. Oh, Scheiße. Mist. Kein Glück, dann wird wieder gespart auf den nächsten 1600. Kriegst du hin, ist ja garantiert. Weil du das Goldene siehst, weißt du, dass du gewonnen hast. Weißt du eigentlich, wann die Sachen wieder respawnen? Nach 2 Tagen, oder? Wegen Genshin. Ich glaube. Wow, fuck, das ist ein 120er Gegner. Lass mich in Ruhe. Der hätte mir einen Schlag gegeben, dann wäre ich weg gewesen. Okay.
Yukuzo. Oh, da ist noch eine Kiste. Nehmen wir doch gerne. Kyoku wo hirak! Sonae areba ureimasu. Yukuzo. 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 これでどう? Yukuzo. ただ勝つのみ。 来るべき時に備えよう。行くぞ。 In Realm Waves im Epic Games Store sollst du gerade ein Echo Starter Pack bekommen. Hast du gehört? Okay. Ah, ich hab's gefunden. Schau mal. Warte. Hier. Ich
Kann man. Du kriegst das per E-Mail zugeschickt, also du musst es nicht da runterladen, ne? Okay. Also du kannst dir das auch schnell noch einlösen, ne? Jo, werde ich definitiv machen. I mean, es ist free, ne? Ja, über gratis. Ich bin jetzt, ich mache jetzt den Live-Test. Pass mal auf. Jetzt warte ich auf meine E-Mail, die ich bekomme. Kriegst du nur eine E-Mail von Kuro Games. Wir haben gesagt, ihr sollt keine Sachen kaufen von Drittanbietern. Ja, stimmt. Hä? Epic Games zählt als Drittanbieterquelle, ne? Ja. Also, hä? Jetzt habe ich es bekommen. Ah, hier habe ich den Code. Perfekt. Jetzt muss ich den Code nur noch einlösen. Hallo Miko. Miko, kannst du den Epic Games Store ein kostenloses Echo-Paket abholen? Für Wuthering Waves. Okay, ich schaue mir keinen Stream an. Warum? Dann höre ich alles dreifach. Ach so, ja. Das liegt daran, weil ich gerade Fullstreame. Warte. Stufe 18. Jetzt habe ich es geändert. Jetzt sollst du nicht war machen. Das, war das, wenn ich so gestreamt habe, auch immer so gewesen? Das ist nur, wenn du Fullstream machst. Du kannst den Stream aber muten, dann hörst du nicht. Das scheint sogar ein 5. Echo zu sein, was man bekommt, ne? Da steht zufälliges Echo-Gegenstand und das ist so, so golden. Okay. Ich bin mal gespannt. Apropos Miko, wenn du die Dailies freischaltest, levelst du ordentlich nochmal hoch. Ach, du bist schon Level 11. Level ist nicht höher. Wo habe ich die Scheiße jetzt hinbekommen? Und wo kann man jetzt hier. Diese, Ah, ne, es ist nur ein blauer. Wo kann man diese Gutscheincodes einlösen? Gutschein in den Einstellungen und dann auf das vorletzte. Dann ist der Einlösungscode. Auf Mobile sollte das auch so sein. Ich weiß gerade nicht, worauf du spielst. Ah, auf Mobile funktioniert es auch, ja. Ja, auf Mobile funktioniert es auch. Wie heißen die Codes? Den musst du selbst einlösen in Epic Games. Musst du in Epic Games aber Wuthering Waves eingeben, dann bist du auf der Startseite, wo du es runterladen konntest, scrollst du runter und dann steht da Age of Starter gefehlt. Achso. Kannst du dann. Ja. Kriegst du dann per E-Mail einen Code zugeschickt. Okay, darauf habe ich gerade keinen Bock. Musst du ja nicht heute machen. Ach, es nervt aber, dass es keine Controller-Unterstützung gibt für Mobile. Das ist so komisch. Ich muss es heute Abend mal testen mit dem GameStore. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe immer noch Full Resin, ich habe keinen Plan, wie ich das ausgeben kann. Ich habe auch keinen Irgendwie Plan. Kann ich nicht gegen Bossgegner kämpfen? Na geil. Doch, du kannst ihn auch in der Stadt bei Trainingsübungen benutzen. In der Stadt? Das hier? Ja. Nee, das ist Simulationsübung. Ja. Ist es das? Genau. Was bringt mir das? Ah, anscheinend XP-Sachen. Den Charakter. Ah, hier gibt's auch Charakter XP, sehe ich gerade. Freundschaftslevel. Oh. Also, meine Map sieht definitiv noch nicht so aus und ich weiß, dass wenn ich dieses Spiel streamen würde, es nicht funktionieren würde. Warum? Weil es so schon gerade so funktioniert auf dem Laptop halt. Ach so, auf dem Laptop, ja.
Luna hat es aber auch hinbekommen. Die hat genau so einen PC wie du. Sie sagt immer Potato PC. Bei was tut's weh? Sie sagt immer Potato PC. Sie ein Potato PC hat. Patatos. Mich nervt nur ein Ding, dass ich bei dieser Steuerung hier auf Mobile die ganze Zeit auf diesen Haken komme, dass ich da irgendetwas anderes noch verstellen kann. Was kann man bei diesem Haken eigentlich noch machen? Ich habe keinen Plan. Das ist ein Haken. Ach, du meinst den zum Hochgleiten oder was? Ja. Ja, Hochgleiten, also du kannst den hochspringen, ja. Kannst halt mit dem hochspringen und das war's eigentlich auch. Also ich sehe gerade, das wollten wir gerade im Koop-Modus anbieten. Ich freue mich schon so auf den Koop-Modus. Ich hoffe, dass man wirklich nicht wie ein Genshin jedes Mal, wenn man nur mit NPC reden will, nee, das nicht machen kann, weil man im Koop ist. Aber das fühlt sich an wie Abyss, Junge. Was ist das hier? Sowas wie Abyss wird es auch geben. Es gibt schon, ne? Ist das Abyss? Ich dachte, das wäre der Übungsplatz. Ah, nee, das ist der Übungsplatz. Ja, richtig. Alter, was mache ich mit denen? Töten. Die haben ja gar keine Chance. Das war schon? Na, hör mal auf jetzt. Das war schon? Geht schnell. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich guck, ob ich den den Boss freischalte von Gian und mach den dann. Ich weiß ja nicht, wie ich den frei. Hast du den schon frei? Den Affen da? In diesem giftigen Gebiet? Muss ich gucken. Warte. Ist ja unten. Guck mal, mein Stream, der ist hier. Links. Der hier, genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch storybedingt ist. Weil vergiftetes Gebiet. Ja. Oh, hier sieht's richtig geil aus, holy shit. Ich habe bei der Story jetzt nicht gerade viel gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich mir diese Story halt auch angucken möchte und... Vertrau mir, ich hab am Anfang gar nichts mitbekommen. Am besten sei einfach alleine und konzentrier auf die Story. Das hatte ich halt vor und deswegen mache ich jetzt halt keine Story. Kannst du ein bisschen erkunden gehen oder so? Das mache ich auch gerade. Ja. Multiplayer sollte man easy freischalten ab Level 22. Ich sehe gerade Leute, die gammeln schon auf Level 30. Wie? Ich habe keinen Plan. Ich bin Level 11, aber naja. Bevo, du bist auch schon Level 17, ne? Oder? Was bist du? 18. 18 sogar schon, ja. Aber hier sieht's auch gut aus. Ego. Aber du bist nicht niedrigste, meine Freundesliste. Luna ist Platz Nummer 1 in Niedrigkeit. Mit Level 3. Also sie hat das Spiel auch nur angespielt und ist dann wieder gegangen. Du hast sicher ihr Gion sie unter die Nase gerieben. Ich habe ihr Gian unter die Nase gerieben, ja? Das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, dass sie Gian haben will. Du warst ja traurig, da ist sie gegangen. Ach, nee, sie war ja schon vorher weg. Diese Berge. Ich will endlich die Standard-Pools machen, Mann. Ich auch. Ich kann schauen. Aber kein Multiplayer. Ey, was ist denn jetzt los? Ich werde einfach mal eine Nebenquest reingeschmissen. Also ich habe irgendwie kein Problem damit auf diese zu warten, dass ich diese Pulse machen kann. Also ich hätte gern schon einen 5-Star, bin ich dir ehrlich. Bebo hat schon 2. Ich habe nur den Main Character. Ah, dann hat Bebo 3, wenn man den Main Character mitzielt. Ja, ich habe Full Tip. Ich bin jetzt da hoch wieder. Ach nö. Ich hätte den Fels von Torpedern.
ich war noch heute noch gar nicht in Genjin, ist mir aufgefallen, ich muss echt mal in Genjin rein. Meine Dailies noch machen, sonst bin ich am Arsch. Weil ich weiß nicht, ob ich, also gerade habe ich aktuell gar keinen Bock auf Genjin, bin ich ehrlich. Das liegt aber auch nur daran, weil Wuthering Waves gerade neu ist. Ach, hier ist ein Geschenk. Nee, ein Souvenirladen. Was kann ich denn da kaufen? Warst du das schon? Also? Ja, da kannst du Pools kaufen. Echt? Wie komme ich da rein? Ah, nee, nicht da, wo die Geschenkebox ist. Ja, wo ist das? Das ist so seitlich. Guck mal genau, das ist wirklich auf ist das den unterirdisch Punkt. Genau auf dem, ja. Oder über dir. Ah, es geht noch runter. Ja. So, ja gut, das wusste ich nicht. Die Map ist anscheinend hier ziemlich groß. Also die Gegend hier. Also die Charakter, wo ich dachte, dass sie mir nicht gefallen werden, gefallen mir am Ende doch. Wie meinst du? Bei diesem Forster. Von den Charakteren, die man ganz am Anfang bekommt, habe ich doch gemeint, dass ich bei diesem Charakter irgendwie gar keinen Bock auf diese Charakter habe. Okay. Ich finde, bis jetzt Yangyang finde ich am besten. Von den Forsters, die ich habe. Wer ist Yangyang? Das ist die Katana mit der blauen Dings da. Ach, die ich gerade die ganze Zeit alleine spiele und vergesse, dass ich andere Teammitglieder habe. Genau, das ist wahrscheinlich die. Mann, Gian hat, da braucht man nur noch einen Charakter. Ich hab gehört, Mortify kann Gian buffen, ne? Wer? Ja, yep. Mortify. Da war eine Truhe. Mortify oder Mortify. Hm? Da war eine Truhe. Oh. Okay. You was right. I was blind. War gerade eher konzentriert, dass ich dieses Dingsbums da hole. Mirko, du musst dir vorstellen, ich verliere 50-50 Pity bei den Forsters. Ich hätte auch gerne den. Ich habe immer noch nicht den Forster. Ich möchte einfach nur die rote Familie fertig haben. Nee, ich kriege alles, aber nicht die rote Familie fertig. Ich öffne gerade diese Map. Okay, dann machst du das. Ich hab noch 1, 2, 3. Oh, das sieht aus wie oben. Wie komme ich da jetzt am besten wieder hoch? Das ist gemacht, das ist gemacht. Hier jetzt leider nicht. Dann gehen wir dahin. Okay, ich hab eine ganz, ganz gute Idee. Eine ganz, sehr gute Idee. Oh, es hat funktioniert. Nennt mich Movement King. Also die zweite Reihe von den Achievements habe ich fast fertig. Da bin ich bei 65%. Wo zum Fick ist die Scheiße, Mann? Wo ist das? Fehlt mir nicht mehr viel. Was muss ich da noch machen? Schließe rückpulende Regentruppe. Ach, hier ist es ja. Oh, was ist das denn? Schließe alle Questen von die Welt retten. Oder wie, du machst schon Dings, kannst du nicht mal auf die Story. So ist mit dir. Er sammelt schon Achievement. In der Story bin ich ja so gut wie fertig. Damn. Wie viele Kapitel gibt's? Auf jeden Fall über 6. Ja, also. Ich habe jetzt noch einen kleinen Prolog, wie es jetzt weitergeht. Das hat mit dieser Gegend zu tun, wie ich schon gedacht habe, wo man noch nicht direkt hin konnte gehen. Mhm. Mach. Die sind lauter Shops, ich guck mir die Shops mal an. Die Shops sind interessant, also ich hab die Shops durchgemacht, du kriegst da tolle Sachen zu kaufen. Ich weiß nicht, wie man die Werbung bekommt. Oh, wie kann man sich hier Stuff holen? So. Okay. Ich hab einen Heal-Stuff-Shop.
Yukuzo. Kyoku wo hiro. Orede dou. Was ist das? Ja. Kitarubeki toki ni sonai yo. Ich finde es sehr lustig, dass die Berge hochrennen können. Was sind die so lustig? Was sind Berge? Dass sie generell irgendwelche Berge einfach alles hochklettern, hochlaufen können. Ja, wie so, in ja. Fantasy. Genau, wie in Dorf Fantasy. Nur ich weiß, dass mein Laptop das irgendwie so gar nicht mag. Ich check grad gar nichts, was ich wieder von mir. Erreicht die Spitze des Gebäudes, ja wie? Einfach hochklettern. Ja, das ist ja lustig, ich kann nicht mehr klettern. Irgendwas ist hier ganz gewaltig falsch. Die haben mir die Kletter-Ability genommen. Aha, so muss ich das machen. Oh, ich hab's geschafft. Okay, ich konnte nicht mehr klettern. Ich musste gerade ohne Klettern da hochkommen. Das war die Challenge, aber ich hab sie geschafft. Ja, da hast du mehrere solche Challenge. Ist noch eine Challenge? Nochmal? Okay. Ja, die musst du dreimal, glaube ich, machen. Zwei oder dreimal. Oh, meine Güte. Ich verstehe. Die wird dann immer etwas schwieriger. Oh, ich verstehe, jetzt kommt man gar nicht mehr hier mehr hoch. Mhm. Ich bin immer noch mit diesem Springding da verwirrt. Ich fliege damit die ganze Zeit den Berg runter als statt hoch. Oh Mann. Und ich finde, die hätten die Ablenkzeit von diesem Ding kürzer machen können. Ich glaube, das kann man noch freischalten. Wenn man es upgradet oder so. Von dem C-Ding meinst du, oder was? Ja. Yeah. Ach, jetzt bin ich auch in dieser toxischen Area angekommen. Ja gut, Bebo, was soll ich jetzt hier machen? Alter, wie soll ich denn hier weiterkommen? Das ist mit dem... Kann es sein, dass ich diese Dinger dann nehme? Genau, das ist die Aufladung für den Haken. Du musst, der Jump geht ganz einfach. Ich kann dir ihn einmal zeigen. Weil du in meinen Stream schaust. Warte. Ich zeige dir, weil er ist etwas tricky. God. Du hast ja den normalen Sprung. Den ja, hier. Dann machst du den Shift-Sprung. Nicht direkt. Du machst den... Und du benutzt den etwas ausfallschen zuerst. Ausfallschen und dann haken. Dann fliegst du zweimal zu hoch. Naja, meine ich ja. Also du machst den jetzt, zack, und dann haken. Ja. Springen. Das habe ich ja gesagt. Springen, ausfallschen, haken. Das habe ich ja gesagt. Das weiß ich ja. Und irgendwie ist das trotzdem etwas komisch. Oh, Mann. Später kriegst du noch dämlichere Aufgaben. Zum Beispiel auf einem kleinen Würfel 10 Saltos machen, ohne runterzufahren. Ich hab noch nicht mal was gehört.
Aber kriegst richtig viele Kisten für den Scheiß. Jetzt muss ich hier hochkommen, aber wie? Ich komme bis da hoch. Ja, es klappt. Also ich habe die heute Morgen gemacht. Oh ne. Was ist eine Floble? Was? Eine was? Die sagen mir irgendetwas mit einer Floble. Ach, das ist eine. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist sowas wie diese Pilze in Genshin. So, diese einen Pilze, wo du... Es gibt aber auf jeden Fall auch Selis und es gibt auch sowas wie Kolosse. Oh, es gibt diese einen Jumpy-Pilze. Ja. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Dreimal meintest du, ne? Ne, die Challenge ist jetzt weg. Okay. Aber du hast auch die Lauf-Challenge mit diesem lilanen Charakter, die Säulen. Da kannst du auch manchmal zwischen zwei oder dreimal machen müssen. Mhm. Aber so lernt man das Movement, ja. Wunderbarerweise. Ist ein gutes Training. Wie gesagt, ich falle damit eher die Berge runter als hoch. Das kann man auch machen. Das ist kontraproduktiv. Man muss ja nicht immer den Regeln befolgen, ne? Ja, das stimmt. Man braucht nicht immer alle Healer als Healer zu bauen. Das ist wiederum was anderes. DPS-Healer sind verboten. Jetzt schon wieder vor, Healer als DPS zu bauen. Genauso wie Barbara. Ach nee, nicht diese Schildkröte. Die Dancing-Schildkröte? Dancing. Ja. Die ist gerne. In dem Kampf bist du so gar nicht hilfreich. Ja, die hielt nur. Miko baut einfach Beishi aus DPS-Charakter. Du lachst noch, das wird passieren. Datenbank. Was ist denn Datenbank? Ich finde einfach, dass Echo mit die Spinne, die mit dem Auto rückt, die finde ich so geil. Datenbank ist einfach leveln. Das kannst du dir in der Art vorstellen wie Statue auf der 7, wenn du die levelst. Nur, dass du da keine Kolosse sammeln musst, sondern einfach nur Gegner sammeln musst. Es gibt aber auch sowas in der Art, wie wo du Kolosse sammeln musst, aber dafür gibt es nochmal einen extra Punkt. Den habe ich selber noch nicht freigeschaltet. Bebo meinte das aber nur. Ich bin bei dieser Datenbank jetzt Level 2. Ja, die geht auch ziemlich langsam. Ich bin. Was bin ich? Ich glaube, 8. Ach. Ja, gut. Wenn man diese Berge hoch möchte. Ich oder versuche nicht. Ich weiß es nicht. Ja, nee, ich bin 6. Oder Datenbank? Wait. Ich glaube 6, oder? Nee, ich bin 7. Ich bin fast 8. Kann mir mal jemand erklären, warum sich dieser Charakter immer umdreht, wenn man im Berg versucht hochzulaufen, die Ausdauer alle ist, dann dreht sich dieser Charakter um und springt vom Berg weg. Ich weiß nicht, was du meinst. Das passiert mir immer. Und dann falle ich runter und nicht hoch. Also ich lande am Ende weiter unten, als ich davor war. Da oben gibt es was.
Ja, da ist wieder so ein Cube. Ein Cube habe ich jetzt auch angesammelt. Die sind ja mal lustig. Wie soll man da hochkommen? Ich jetzt von ganz da hinten runterspringen oder was? Für wo? Was wollen die jetzt zu mir? Es gibt da so einen Koloss oder wie die Dinger heißen, ich weiß es nicht. Der hier oben auf diesem Turm drauf ist. Boah, was haben die sich nur dabei gedacht? Soll ich da jetzt dahin fliegen irgendwie? Ich liebe das Wetter in dem Spiel, dass es so schnell geht. Mit der Aufwendung geht es da noch schneller, aber ich bin zufrieden. Ist gemacht. Also noch eine Kiste, nehme ich mit. Ich glaube, dann kann ich mich auf. Oh, hier sieht es richtig cool aus. Waren wir am Anfang. Ich mache jetzt mal die einzelnen kleinen TPs, weil die geben mir noch ziemlich viele Erfahrungspunkte. Und Prozente für die Map. Yep. Hast du eigentlich schon eine Map auf 100%? Weil du meinst, du hast eine auf 80? Nee, ich habe eine auf 86. Obwohl ich da schon alle Teleporte gemacht habe. Und alle Schatztruhen, die die App gezeigt hat. Okay. Ich kann es auch durch eine Nebenquest noch sein. Stimmt, ja. Hast du auch alle Würfel und so? Ja. Okay. Ich glaube, das ist hoch genug, oder? Um bis dahinter zu kommen. Oder? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Angst. Was grillen wir denn hier Schönes? Ob die Ausdauer bis dahin überhaupt mitmacht, ist eine andere Frage. Ja. Ich bin ein 2-Sterne-Koch momentan. Ich bin ein 5-Sterne-Koch. Ja doch, Ausdauer macht mit, denke ich. Das sollte passen. Ja, die macht 100% mit. Das werde ich schaffen. So, sind wir schon fast an der Hälfte. Ah, oh, du kannst dich sogar hinbringen. Let's go. Ich glaube, ich krieg da wieder richtig viel Splitter. Ich weiß immer noch nicht, wo man die abgeben kann. Wo kann man die denn abgeben? Wo habe ich das noch nicht frei? Das ist in der Stadt. Warte, ich sag's dir. Wo ist jetzt die Stadt bei mir?
das ist Relikthändler. Zeig mal. Wo ist der? Warte, ich gehe wieder drauf. Ah, da. Ich habe ihn. Gut. Okay, gut. Ja. So, dann haben wir hier noch einen Teleporter. Gibt man da auch XP? Ja. Gut. Alles, was ich habe ja schon ein paar gesammelt. Ach, guck mal, da ist direkt noch eins drüber. Das wäre jetzt frech nicht mitzunehmen, ne? Oha, schöner Boss hier. Guck dir das riesen Ding mal an. Ah ja, den habe ich mal gesehen. Den kennt man ja schon vom Trailer. Ja. Bei denen müsste ich mal das Block machen. これでどう?目の登場だ!目に飲まれろ!ふふー!これ楽しいね!目!おー!幕開けた!行く!行くぞ! Yo, kaputt. Dafür ist der Teleporter vor der Tür. Yukuzo! Ja, fällt nicht mehr viel zur Stufe 19. Hätte gern gewünscht, dass man unten so ein XP-Leiste wie ein Tower Fantasy hat, die so übel unauffällig ist, aber trotzdem da ist, weißt du? Im Besitz, ich habe 19 Stück. Alles abliefern. Wie viel bekomme ich denn dafür? Hm, 2 Pools habe ich bekommen. Wow, wundervoll. Aber ich bin Stufe 5 jetzt. Oh, und ich bin ein Level up. Let's go. Jetzt habe ich wirklich 4 Level gebracht, aber immerhin Level. Da ist schon wieder so ein Kill. Schneiderreise machen. Bin ich gleichzeitig auch geheilt. Jetzt merke ich gerade, dass Chian bei mir nur Level 36 ist. Sollen wir mal leveln? Wieder hoch.
Yukuzo. Ich habe heute 5 Stück von diesen Fliegen gefangen, die die Splitter geben. Ich hatte bis jetzt nur eine. Sind das eigentlich Respawn-Sachen? Also respawnen die immer wieder oder gibt es die nur einmalig? Die respawnen, aber random, dass man sie nicht abfangen kann. Yukuzo! Doko ni te ugatsu! Ich finde das Charakter auswitchen finde ich so gut, weil das so schnell geht. Ich vergesse es praktisch immer wieder. Yukuzo. Ich finde es sehr interessant, dass bei mir auf dem Laptop, wenn da diese steht mit Hütende, bei diesem Ladebildschirm, dass dieses Ü immer einzeln steht. Ja, ich weiß, die haben Probleme damit. Ja, was irgendwie mit Ü haben die allgemein Probleme. Verstehe nicht warum. Aber nicht nur mit Ü, auch mit Ö. Naja, mit allem. Was solche. Was halt nicht normal ist. Nicht normal. Was halt sehr, sehr. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen das benutzen, aber Deutsch benutzt es auf jeden Fall. Ja. Das benutzen aber auch nicht viele Sprachen. Stimmt auch, oder? In Luxemburg benutzt man die, man hat sogar ein paar Buchstaben mehr, die das benutzen. Zum Beispiel haben wir auch den I mit Doppelpunkt. Okay, wie wird er ausgesprochen? Yukuzo! Oder was? Ihr? Ihr? Nein, eigentlich man wie ein Ei quasi. Also beim Aussprechen ist es wie, als würde man Ei sagen, aber es ist halt anders betont nochmal. Und okay. Eigentlich kommt es nur bei bestimmten Wörtern vor. Oder zum Beispiel das E mit Doppelpunkt. Ich sehe sie. Aber 240 Resin gefällt mir. Genja, mach mal nach, bitte. Was sind 200? Mach mal 40 mehr, bitte. Ey, das nervt übel, dass die nicht 240 gemacht haben. Die hätten wenigstens wie in Honkai das machen können. Das wäre aber so überhaupt nicht Genshin-like. Aber wir können ja wenigstens zufrieden sein, dass wir wenigstens 40 mehr bekommen. Wie schalte ich eigentlich diesen einen Teil dieser Karte frei? Der ganz oben? Ja. Irgendwie noch gar nicht. Über die Story. Okay, aber auch nicht nur ganz oben, sondern auch. Also eigentlich kannst du die ganze Map aufdecken, außer den oberen Teil rechts. Er kommt über Story dann, oder was? Ja. Weil ich glaube, wenn ich da den Prolog weiterspiele, komme ich dahin. Jetzt habe ich eine G-Fuck Experience und sogar gelöscht wegen vorhin. Brauche es wieder. Hier gibt es auch von. Ich hab noch keine Hilfe.
Nice. Jetzt kann die Story nicht mal weiterspielen, weil ich zu low bin für die Story. Was soll denn das jetzt? Das wird langsam frech. Ja, das Problem habe ich momentan auch. Ich muss 21 sein, um weiter zu spielen. Eyol. Ich nehme auch mal die Sidequests, da muss ich wenigstens mich nicht krass konzentrieren, ohne direkt größten Plot-Twist zu bekommen. Ich habe diese Sidequests geskippt. Wer bist du denn? Wer zum Fick ist Panua? Ist sie nicht Sanua? Oh. Panua. Nee, da so ist das Restaurant. Okay, nevermind, vergiss es. Ich gehe für ein Panua-Restaurant einkaufen anscheinend. Liefer die Zutaten an Panua. Oh, das wird jetzt hier so ein Hin und Her. Ich sehe schon kommen. Egal, hier, gönn dir. Mensch, was ist das denn für ein... Ich muss das Ding zuerst aufladen. Das ist dumm. Ja. Wie lange braucht er jetzt im Akku? Okay, das wäre gemacht. Dann fehlt nur noch hier unten. Yukuzo! Oh,
da sind schon wieder Affen. これでどう。いや、曲を開く。行くぞ。止められるものか。 Stopp. Warum datet mein Charakter Chicks, ja? Hallo? Hallo? Ich will das nicht. Nein? Jetzt krieg ich ja auch noch eine Lesben-Story. Let's go. Hätte ich den männlichen Charakter, dann wäre das ja kein Problem. Sie lädt mich zum Essen ein, noch einmal labert die mich voll. Ja, dann ist das jetzt ein Date. Ich will nicht mehr, lass mich weg. Ja, dann ist es halt so, ja. Soll ich sagen, dass das Essen scheiße war? Ne, komm, ich bin nett. Sag so, gib's mir nicht Mut. XX-Suppe. Das ist die XX-Suppe. Yukuzo! Yukuzo! Just a moment. Wo ist denn jetzt diese scheiß Feuerkugel? Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Was musst du machen? Irgendwas mit solchen roten Dingen, mit solchen grünen Dingen und ich soll die verbinden. Aber ich hab keine Ahnung, wie. Du musst den Strahl, so wie so einen Strahl dorthin führen. Nimm einfach auf so ein Ding drauf und zieh das so runter. Den ja, Strahl. Und wie? Klick mal drauf auf so ein rotes zum Beispiel und dann musst du das mit dem roten verbinden. Ja, aber wie? Ich kann nirgendwo drauf drücken. Ich hab keine Ahnung. Beim Streamer machen bringt aber gerade gar nichts, weil ich mit meinem Handy dieses Spiel spiele und mit meinem Tablet in dem Call drin bin. Ich finde es sehr interessant, dass diese Gegner gegeneinander kämpfen können. Die Gegner kämpfen auch gegeneinander, ja? Manchmal findest du, da greifen auf einmal Affen irgendwelche Wölfe an. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Quest geschafft habe. Doch, irgendwie schon. Begleitgeschichten. Ah, ich glaube, das ist wahrscheinlich das mit dem Tigerjungen. Ja, ja. Schon Begleitgeschichte Lingyang. Ist das der Typ? Weiß nicht. Ja, ich fand die Quest ehrlich gesagt sehr langweilig. War nicht meins.
Also gibt es doch sowas wie Charakterquests komplett, die heißen hier. Ja. Begleitungsgeschichten. Welches Level muss ich doch mal sein? 14, ne? Alter, das hilft ja nicht mal, wenn ich fertig bin mit der Quest. Da bin ich Level 13. Warum kann jeder so gut aufleveln, außer ich? Ich habe irgendwie Probleme. Ich glaube, wenn du dir mein Level anguckst, siehst du das vielleicht etwas anders. Ja gut, ich spiele aber auch schon länger als du. Ich verstehe immer noch nicht, wie dieses Zeug funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Mobile funktioniert. Auf Maus kannst du es einfach ziehen. Versuch mal irgendwie das zu ziehen oder so, keine Ahnung. Ja, und wie? Ja, sagen wir bei meinem Tutorial, da gibt es irgendwie so ein Ding, was man da dann machen muss. Ja, schön und gut, nur davon sehe ich hier nicht. Ich hoffe, sie hat die Teile noch nicht freigeschaltet. Du kriegst die ja in der Story für die Sachen zu ziehen. Ich hab mir mal gesagt, mein... ich probiere mal mein Glück. Irgendetwas mit einer Induktionszelle und einem Zellsockel. Ja, du brauchst, du kriegst nämlich in der Story kriegst du zwei Geräte. Ein Scanner und so einen Greifarm. Achso. Genau. Ja, okay, das hab ich nicht. Dann musst du da etwas Story noch spielen. Da mache ich erstmal andere Quests. Bist du zwar in der Hauptstory noch ziemlich weit hinten, weil du kriegst die Sache ziemlich früh. Ich glaube, es ist die dritte, vierte Mission. Ich hatte heute Schule. Ich habe eine Arbeit geschrieben und hatte eine Aufführung. Also ich hab nichts dagegen gesagt. Wie gesagt, hast du noch nicht so viel gespielt. Nur weil du so ein Sucht liebes Bebo, ohne Witz. Ja. Mann. Ich habe inzwischen mittlerweile einen weiteren Charakter auf Freundschaftsstufe 10. Das ist wirklich schön. Ich nicht. Ich hab grad mal Wanderer auf Stufe 10. Ich hab nicht mal alle Kino auf Stufe 10. Und sie spielen die ganze Zeit. Das Problem ist, du hast das Haus nicht fertig. Ja, aber trotzdem.36 Charakter auf Brennstoffstufe 10.
Yukuzo. Ah, ich bin Stufe 19. Allianzstufe. Yukuzo. Moment, ich vergesse immer wieder, dass ich diese komische Schildkröte habe. Und dann stehe ich da mit so einer Schildkröte. Ja, ich glaube, die Schildkröte ist eigentlich eher zum Heilen, soweit ich weiß. Ja, die heilt auch. Nein. Ich werde nur weggekickt und mehr nicht. Ja, dann musst du ohne die Dings kämpfen. Ja, aber ich vergesse immer wieder, dass ich diese Schildkröte ausgerüstet habe. Ich finde es lustig, hier diese Drohne zu fliegen. Ja, das habe ich auch vorhin gemacht. Hier steht, empfange den jungen Mann. Was für ein junger Mann? Achso, da oben auf dem Berg. Also ich finde, der Battle Pass lohnt sich ja mal mega. Ja. Du kriegst ja direkt am Anfang über 600 Credits, ne? Das sind ja schon wieder 10 Euro. Die Verwandlung. Das hat richtig gut wieder rangecasht. Oh, ich kann Waffenbannerziehung machen. Soll ich machen? Mach es. Okay. Miku, kommst du auch rein? Warte. Ich werde wahrscheinlich eh verkacken. Aber man weiß nie. Aber ich glaube, mit dem Zweierpool, also beim zweiten Pool heute Charakter zu bekommen, ist glaube ich schon lang genug. Bevo? Ich bin bereit. Bist drin? Ja, hast du die eigentlich bekommen? Wie bitte? Wie du die bekommen hast. Ich was bekommen habe? Den Charakter? Nein, die Pools. Achso, die Pools. Ja, die kannst du dir kaufen, aber ich gebe halt dieses Astride aus. Das ist hier, das die Poolwährung halt. Aber warte, ich hole mal direkt am besten 10 Stück. Ah ne, das ist das Falsche. 7 Stück brauche ich noch. Dann kann ich einen 10er Pool machen. Genau, da habe ich noch 500 übrig. Na gut. Dann, ich probiere mal meinen Luck. Schade. Schade. Ach du heilige Scheiße. Ui. Was ist hier passiert? What the fuck? Okay. Dazu sage ich mal nichts. Nehme ich mit. Das ist eigentlich geil, weil du kannst die verfeinern. Nicht mitnehmen. Hier kann ich noch 2 mitnehmen. Oh. Und hier kann ich noch 3. Oh, das kriege ich wahrscheinlich nicht hin, ne? Hier habe ich jetzt 6. Ah, schade. 4 muss ich mir noch erspielen. Aber damn, was war das gerade für ein Pool? Ja, das sieht man auch nicht hier. Einfach 3 Stück? Okay. 3 Forsters? Das ist crazy. Stimmt, was ist denn die Waffe? Oh, bitte lass es kein Death sein, bitte. Es ist die Death-Waffe, kann das sein? Oder was war das nochmal? Deine Waffe? Kann ich die benutzen für Gian? Weil ich habe nämlich nur eine blaue Waffe. War das nicht die mit Verteidigung? Death-Waffe. Doch, es ist die Death-Waffe. Ey, das kann doch nicht sein. Ich krieg 3-mal eine Death-Waffe. Das Game verfügt mich jetzt an. Du hast ein Talent Verteidigung. Das ist Verteidigung. Alles Verteidigung. Ich habe gerade 3 Defensivwaffen bekommen. Ich glaube, nee. Ich glaube, ich bin bestimmt der einzigste Mensch, der 3 Waffen in einem Banner bekommt. Und dann bestimmt auch noch alle Defense. Geil. Ich hätte andere Waffen haben können. Nein. Dein Genshin-Glock kommt drüben. Ja. Der erinnert mich nicht dran. Noch 2 Pools, dann hätte ich den Standard-Banner fertig.
Naja, muss da gucken, dass ich die irgendwie noch zusammenbekomme. Die kann ich noch 4 Stück holen. Und ja, die habe ich easy. Sobald ich Multiplayer frei habe, kann ich nochmal einen 10er-Pool 100% machen. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich eh nochmal gut S-Trade haben. Wie viele Pools hast du insgesamt schon ausgegeben? Ich glaube, um die Limited. Ich kann mal rechnen. Aber warte, Miko, ich muss dir was zeigen. Ist noch Stream drin? Nein. Komm mal kurz rein. Warte kurz. Ja. Ich habe 115 Pools gemacht heute. Was? Ja. Und du hast nichts gekauft. Außer den Battle Pass und den 5 Euro Pass. Genau. What the fuck? Okay. Crazy. Irgendein Essen machen. Wow. Junge, da stehst du hier im Wasser. Nach Nein, ich sehe ihn schon. Aber irgendwie ist er der unbeliebteste Five-Star, ne? Ja. Der Arme. Bin ja cool. Aber ich hätte ihn wirklich nicht gerne. Wenn ich bin ich noch froh, dass ich schon Koch gezählt habe. Encore ist richtig geil, die würde ich gerne haben, auf jeden Fall. Aber am liebsten hätte ich natürlich Kalcharo, Jiangsun oder Irina. Ja. Ich hab gehört, Irina soll Charcoal sein. Ich möchte. Also, ist ja so oder so. Nach dem Banner. Vielleicht hast du ja Glück und ziehst sie ja in dem Beginner-Banner. Ja. Ich denke, sie macht bestimmt einen guten DPS. Nein. Oh. Nein. Dann nimm Encore. Sie möchte ich auch haben. Ich weiß, dass du sie wahrscheinlich auch haben willst, weil sie auch ein Lolli ist. Lolli Enjoy. Ich finde halt einfach, dass diese Kleincharakter sehr viel Spaß macht zum Spielen. Alles gut. Das ist so ein... Alter, was macht der mit dir? Alter, seit wann Gegner könnte ich packen? Lau, das habe ich noch nie gesehen. Und der hat mir richtig viel Leben weggenommen. Jo, der packt dich einfach und sticht dich ab, Junge. Er ist einfach ein London-Drip oder so. Er ist im London-Film. Nee, also die, die du einsammelst, die erinnern mich richtig an die Kasua-Teile, die du sammeln musst. Der Dude war einfach vom Frankfurter Hauptbahnhof. Frankfurter Hauptbahnhof, was damit? Du warst noch nie da. Wer sagt, dass ich noch nie da war? Das ist Mikos zweite Wohnung.
Das ist nicht gerade weit weg von mir. Ist eine schöne Gegend, nicht wahr? Meine Schwester war damals, sie war halt auf so einer Fahrt gewesen, also mit Freunden so auf einem Trip. Und die hatten das Hotel irgendwie direkt beim Hauptbahnhof. Das war sicher billig. In Frankfurt. Das denke ich mal auch. Ja, ich habe endlich wieder Jäger 3. Das heißt, ich habe 200 Wildtiere getötet. これでどう行くぞ行くぞ Hand, ey, was ist das für, was kann, warum kann der Charakter so gemein sein? Ich schwör's, du kannst so gemeine Antworten geben, ne? Ja, ich weiß. Selbst jeder Typ will mir gerade die Hand geben, du kannst einfach aussuchen, dass du ihm nicht die Hand gibst, Junge, hä? Du kannst mega respektieren. Wie ehrenlos. For real, ne? Du kannst gefühlt aber jeden und alles dumm machen. In Genshin wäre das niemals möglich. Also hier kannst du wirklich dich gefühlt unbeliebt machen. Wie beim Essen. Ja, nächstes Mal bestelle ich was anderes. So. Gut, jetzt muss ich aber diesen Würfel irgendwie bekommen. Ich bin jetzt eben die ganze Zeit an diesem komischen Würfel dran vorbeigeflogen. Nicht, weil ich zu niedrig war. Nein, ich bin links und rechts vorbeigeflogen. Starke Leistung. Jetzt fragt mich mein Kumpel, der Mod auf diesem Discord ist, wo er sich Wedding Waves runterladen kann und wo ich alles reingeschickt habe. Ja, tolle Mods. Sag ihm einfach, wer lädt, dann kann er sie vor. Das habe ich ihm gerade auch ein bisschen so geschrieben. Ich bin fast Stufe 5. Ich bin auch mal überlegt, vielleicht einen kleinen Guide zu schreiben für Neulinge. Zum Beispiel das mit dem. Ist wichtig, eigentlich wichtig zu schreiben, dass Neulinge das wissen. Liebe Neulinge, wenn ihr Fragen habt, bitte nicht mich anschauen. Hallo, ich habe eine Frage. Wie kann ich in Wedding Waves laufen? Der kann noch nicht laufen, versuche es mit dem Controller. Ich hab keinen Controller, was mache ich dann? Du hast dir eine andere Sprache runtergeladen? Wie eine andere Sprache? Ich? Ja, oder ich hab Japanisch. Ja. Ah, also war's richtig. Ich finde irgendwie, Englisch hört sich ein bisschen komisch an. Irgendwie reden alle so langsam, das nervt mich übel. Ich komme an und da ist diese Yang Yang, die redet so langsam, als wäre sie eine Schildkröte. Dafür hat Miko ja eine Schildkröte. Aber ich glaube wirklich, die haben sich an dem Japanischen etwas angepasst, damit die Mundsynchro passt. Weil die haben wahrscheinlich nicht die Mundsynchro angepasst auf Englisch halt. Aber zumindest, nee, die haben es auch. Ich hab Angst, was ist denn Chinesisch? Was die Menschsprache ist. Chinesisch ist das Ding. Ja, war grad los für mich. Iko! Aber ich muss sagen, Japanisch passt richtig gut für die Mundsynchro. Natürlich. Haben die Synchros angepasst auf den Mund? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich. Ich glaube, Japanisch ist doch die Mainstimme. Da muss man aufpassen, das sieht perfekt aus. Also wenn man Lippen lesen könnte, würde man das bestimmt raus.
groß erkennen. Ich bin mal nett und sag schön, ich bin dabei. Yeah, ich will nur die XP, aber let's go. Es geht los. Oh, ich liebe das Spiel, das sieht so wunderschön aus. Damn. Also die zwei Leute von deinem Team sind auch bei mir im Team gerade drinne. Schau mal, erinnert dich diese Attacke an etwas? Es wurde schon gesagt, dass da eine Similarity zu Xiao dabei ist. Aber das kann ich auch nicht. Ja, das stimmt. Das ist noch ein bisschen Jungling sehen wir hier ein bisschen. Aber die Attacke ist auch richtig geil. Zack. Aber ich liebe die Ult. Hast du die schon mal gesehen? Die Ult ist so geil. Kann ich dir mal zeigen, wenn du möchtest? Und pass mal auf. Guck mal, dann holt er den Drachen. Ich hab's schon gesehen. Er kämpft damit. Haben wir den eigentlich schon mal in der... An Mimi. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn du Tower Fantasy spielen würdest, würdest du Mimi spielen. Wer ist das? Lolli. Ist ein Lolli. Aber es ist ein Lolli, die ich auch spiele. Die ist richtig gut. Die hat auch so ein, die hat genau auch so einen grünen Drache. Sieht richtig geil aus. Aber sie ist übel ehrenlos im PvP, weil du einfach die Attacke gedrückt halten kannst und dann kriegt der die ganze Zeit Angriffe von dem Drachen. Boah, das sieht scheiße aus, Alter. Ach nö. Man kann im Fliegen die Charakter wechseln. Ja. Yep, du kannst auch im Wallrun Charakter wechseln, du kannst Rainbow Fighters Charakter wechseln, alles. No. Ich bin zu blöd zum Klettern. Und du wolltest mir irgendetwas zeigen. Ja, aber du meintest, dass du noch nicht bereit warst, deswegen habe ich ein bisschen weiter gespielt, bis du mir sagst, dass du bereit bist. Jetzt bist du gerade der Dritte. Warte kurz eine Sekunde, sag dir Bescheid. Hab ich schon jetzt eine Münze verpasst, Alter. So, jetzt. Das ist lag, oder? Ich sehe nur diesen Banner. Wie, du siehst das nicht. Warte. Da muss wieder Fullscreen hin. So, jetzt. Aber was ist das hier? Was ist der erste Pool? Da steht einfach... Hä? Eine Nummer. Ja. What the fuck? Aber hier, einfach meinen zweiten Pool bekommen. 20 Pools habe ich schon reingepult, also ich bin wieder bei einem 18er Pity müsste ich sein. Ja, 18er Pity. Das heißt, zwei Pools rein, dann bin ich wieder bei einem 20er Pity. Ich könnte sogar einen Pool machen. Ja, komm, ich mache. Ja, Forster, please, Forster. Ah, oh, schade. Schade. Und was ist dieser Anfängerbanner jetzt? Das ist der Anfängerbanner. Und welcher Banner kann man jetzt einstellen, dass man diesen 5-Star bekommt, den man haben möchte? Du musst den Banner fertig machen und danach kommt der Banner. Das ist aber auch gut so. Weil hier kriegst du sozusagen, der Anfangsbanner brauchst du nur 40 Pools. 30 Pools, wenn du bei jemand anderem in der Lobby bist. Die hast du so easy erspielt, wie du hier sehen kannst. Und dann kriegst du einen 5-Star und danach kannst du dir einen aussuchen.
Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel den 5-Star schon eher bekommst. Bebo, ist es so, wenn du den 5-Star in den Anfangsbanner eher bekommst, dass er dann auch verschwindet? Ja, oder? Ja. Ja, okay, das ist gut. Wenn du ihn sogar eher bekommst, dann verschwindet sogar der Anfangsbanner. Und dann kannst du direkt auf den richtigen Banner deine weiteren Pools packen. Und da ist halt, also der nächste Banner oben ist halt sozusagen der Auswahlbanner, wo du dir selbst dann auswählen kannst. Sozusagen, die gönnen einfach zwei Banner, die richtig krass OP sind. Ein, wo du nur 30 Pools ausgeben musst, und für den anderen kriegst du den, den du haben möchtest. Ja, okay. Und das ist sozusagen der ganz normale Standard-Standard-Banner. Aber Pool nicht in dem Standard-Banner, sondern in dem Standard-Banner, in dem Novizen-Banner. Das ist sozusagen. Aber kannst sehen, du welche Charakter Hotel, es insgesamt gibt. Die Charakter kannst du hier unten sehen. Dann siehst du die. Das sind alle Charakter. Wir haben 5 Stück. Wir haben 5 Stück. Geil. Das heißt, Bebo, du brauchst nur noch 4 Stück. Und einen kriegst du noch garantiert. Und den anderen kriegst du noch einen Novizenbanner. Wenn du Glück hast, kriegst du den gleichen. Wir haben Serena, hat er bekommen? Kretscharo. Er hat Encore bekommen. Ah, die möchte ich auch haben. Ich hoffe, ich kriege eins der beiden, die ich möchte. Weil dann habe ich mein Team kaputt. Ich möchte. Hier haben. Encore möchte ich haben. Ja. Das habe ich doch gesagt, dass du sie haben willst. Ja. Und by the way, Constellations kannst du dir holen mit Cashback, ne? Kostet die, eine Constellation kostet dich 45 Pools, ne? Also übel billig. I mean 45 Pools. Besser als 160 Pools auszugeben. Ja. Für garantierten. Das ist der Limited Banner aktuell. Limited Waffenbanner, Limited Character Banner. Es gibt nur einen, weil es nicht viele Charaktere aktuell gibt. Und nach dem Banner kommt Yinlin rein. Das ist die mit der Puppe. Mit den wackelnden Bobas. Die kennst du bestimmt. Ja, sag mir was. Die einfach ihre Ult verändert haben. Frechheit. Naja, ich freue mich schon, wenn ich die Waffe bekomme, dann habe ich meinen Charakter fertig. Eine Sache macht mir gerade keinen Sinn. Seitdem ich in diesem Stream bin. Ach ne. Was denn? Hat mein Spiel geleckt. Oh, scheiße. Ja gut. Ich habe keine Ahnung. Du meintest ja, du bist mit einem anderen Gerät drin, ne? Ja, deswegen. Ja, aber wie sieht deine zweite Seite eigentlich mittlerweile aus? Hast du da schon mehr in den Einstellungen da? Also nicht Einstellungen, sondern das Startmenü? Nee, da habe ich Galerie, Karte. Ja, wir haben genau gleich viel. Ja. Also kommt da demnächst noch nichts erstmal hinzu, ja. Außer wahrscheinlich der Multiplayer. Was die für Bewegungen, wenn fängt die an, halt zu jerken? Was ist Bewegungen? Komm auf damit. Wie stehe ich viel Erz? Wie krieg ich diese Dornen nochmal weg? Mit der da gibt's in der Nähe so einen Feuerkern und den musst du einfach draufwerfen. Ja, aber sie hat ja noch Feuer. Nicht den Haken. Den Haken hat sie doch. Hat sie. Den bekommt man am Anfang. Den Haken, wo du einmal T gedrückt hattest. Den hast du vorhin auch angesprochen gehabt. Mit dem man sich so fortbewegen kann in der Art. Nico! Nee, nicht den Haken. Du brauchst den, den anderen. Ach, jetzt kann ich gar keine Quests machen, also. Du brauchst den Leviato. Hm? Ich guck gleich mal. Wenn nicht, musst du Main Story ein bisschen machen. Ja, Main Story muss sie machen. Oh, da war ich vorhin. Das ist relativ simpel. Das kommt nicht dahin. Das kommt. Nein, nein, runter. Nein, stopp. Nicht dahin. Geh nach vorne.
dreh mal nach links. Komplett. Guck mal nach links. Genau, da. Jetzt ein bisschen rechts. Das rechte Daumen. Nein, hoch. 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 Jetzt rechts. Rechts, rechts, rechts. Ja, ja, da drauf. Aber nur andersrum. Oder da drauf. Beide Seiten gehen. Eins von den beiden. Auf beide müssen einzelne hin. Das andere einzelne findest du gleich hinter der Treppe da. Genau. Achso, was hat dich eigentlich dazu dann am Ende bewegt? Das machst du ganz rechts. Genau, dorthin. Ja, was hat wen bewegt? Was hat dich dazu bewegt, am Ende doch den Female Character auf deinem, sag ich jetzt mal, Main Account als Main Character zu nehmen? Weil ich am Anfang gesagt habe, dass ich den nehme. Und ich habe gesagt, dass ich mir beide angucken werde. Ich habe auch zwei Accounts gemacht. Ja, jetzt habe ich Tian auf dem Account. Aber nachdem ich gesehen habe, was mit der Hose hier los ist, was ist das, bitte? Haben die sich dabei gedacht, die so zu machen? Hier, das vordere. Das ist ja noch schlimmer, ja, als wenn das... Ja, ich bin gerade im falschen Stream. Siehst du meine Maus? Hier, das ist ja so. Wenn du hier siehst, siehst du hier die Streifen, wie gehen die Hose wieder... Das ist wie so ein... Keine Ahnung. Siehst du das hier? Also eine Maus sehe ich nicht. Ja, okay. Warte, ich zeig's dir gleich einfach. Ich bin gerade zu blöd, einen Teleport-Point zu finden. Hallo. Hä, wo ist der? Wie komme ich da hin? Jetzt habe ich meinen Kumpel erklärt, wo er Wuthering Waves runterladen kann. Jetzt bedankt er sich nicht mal. Ehrenloser Bastard. Ah, dafür kann ich nicht auf Stufe 8 gehen. Ich muss nächste Aufstieg auf Soul 3 schaffen. So, warte, jetzt kann ich es dir zeigen. Hier, siehst du das? Bonus Sekunde. Dann da. Du musst richtig auf die Hose achten. Da siehst du, dass die absolut, wie soll ich sagen, übel klein ist halt. Ich finde es eher merkwürdig, wie sie aufgebaut ist. Die Hose? Ja. Ja, das ist ja das Komische, das nervt mich richtig. Das von vorne nervt es ja noch mehr, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das nur an der Seite gesehen. Das hat mich schon ein bisschen genervt und das vorne nervt ja jetzt noch mehr. Naja, soll mir recht sein. Ist mir eigentlich relativ egal. Also von hinten sieht der Main Character sogar gut aus. Da kann man nichts sagen. Da sieht man nichts Schlimmes. Von vorne, nee, das ist ja noch schlimmer als keine Ahnung was. Ich habe noch nie wirklich die Charakter richtig angeguckt. Die sieht von hinten auch gut aus. Wer war das noch? Haare erinnern mich ein bisschen an Shanna, muss ich sagen. Nein. Ich schaffe es wieder nicht, Berge hochzuklettern. Kletter den Berg runter, aber nicht hoch. Okay, egal was, man kann sagen, ich habe ein Talent dafür, diese Berge hier runter zu klettern. Iko! Gian der Allhelfer.
Was war das Ding denn eben? Nein, 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 nein. Ja, Iko. Ich geb's auf. Gebe das Klettern auf. Ich hab keinen Bock mehr drauf. So einfach. Ich finde, das ist so gut. Du kannst aber auch wie Genshin klettern, auf ganz, ganz, ganz langsam. Wo ist der scheiß letzte Teil? Gibt's doch nicht. Ach so, warte. Hinter der Treppe, hast du da schon geguckt? Welche Treppe? Die hinten? Hier? Ja, darunter, genau. Ja. Ah, das ist der. Das war das Teil, was mich genervt hat. Genau das gleiche Problem, ich liebe es. Geil, Digga. Hey, kann ich den Vogel da verprügeln da unten? Ich den Vogel verprügeln. Ich hab hier einen Vogel gesehen. Der arme Vogel, lass dir mal nur. Ach du heilige Scheiße, das sieht aus wie ein Boss. Verprügeln, nehmen wir. Da ist wieder ein Cube und dann geh ich in verprügeln. Wie weit können wir eigentlich hochleveln? Bis 10, oder? Mit den Cubes. Bro, du hast den Cube gerade richtig verkackt. Was? Hab ich verpasst? Du hast den Cube verkackt? Ja, weil mein Telefon geklingelt hat. Dann siehst du doch, wie du ganz langsam daran vorbeigehst. Ist das schlimm? Dann laufen wir hier hoch. Geil. Nein. Nein, ich mach's mir einfacher. Das muss ich wieder dran denken. Ich darf nicht diese Schildkröte nehmen. Alles außer die Schildkröte. Mach einfach automatisch, Dinger. Das läuft relativ gut. Das zeigt immer die Besten, macht immer Sets zusammen, alles. Das ist relativ gut. Im Endgame sollst du natürlich am besten dein eigenes Set machen, aber für den Anfang reicht das komplett. Ich? Glaube, ich war gemeint, ja. Nee, ich meinte während des Kampfes. Dass ich nicht auf diese komische Schildkröte gehe. Ja, aber das hab ich gar nicht gemeint. Ich meinte, dass du das am besten immer automatisch machen kannst. Automatisch ausfüllen lassen kannst, deine Artefakte. Die Echo sind sozusagen Artefakte. Ja, das habe ich auch gemacht und dann hat es mir diese Schildkröte gegeben. Ja, das ist schön. Ja, dann gehen wir den kleinen Vogel mal verprügeln hier. Ich habe wenigstens ein Achievement bekommen. Dafür, dass ich meine Schildkröte verwende. この力だ。 ここは冷静に。えい、これだな。これも音の力だ。 Kann man eigentlich diese UID von anderen Leuten sehen? Ja, ich hab ihn platt gemacht. Meinst du von anderen Leuten? Kannst du einfach unten sehen? Wo unten? Na, wo du halt auch deine siehst, kannst du bei anderen das auch sehen. Was meinst du? Meinst du, deine Freundin ist sowas? Was willst du mir sagen? Wie man die UID von Freunden in der Freundesliste sehen kann, ja. Achso, ja, das weiß ich gerade nicht, ob das funktioniert. Musst du mal gucken. Weil ich habe keine Ahnung, wie. Ich bin gerade wieder in der Cutscene.
die sind nicht spannend, die Katze. Also mein Charakter hat gesagt, dass er Akame ist. Ich habe endlich nicht mehr die Schildkröte als erstes Ding. Es ist nicht mehr die Schildkröte. Ist doch schluss. Ist doch toll. Wir haben keine Schildkröte. Auch wenn diese Schildkröte irgendwann auch mal Bock macht. Jetzt haben wir einen Vogel. Ach, eine Krabbe. Nee, warte, hä? Ein Auto. Du siehst eine Spinne. Eine Spinne, die aussieht wie ein Auto, okay. Ja. Ist ein Autobot. Was sind denn Fusionsangriffe? Fertig. Das heißt, unten im Süden habe ich alles soweit fertig. Hier gibt es noch einen, der ist aber. Die kann ich später machen. Das ist mir im Westen. Dann gehe ich jetzt mal zurück in die Stadt. Ein paar Erfahrungspunkte einkassieren. Antiquitätenladen. Dieses eine geht allerdings irgendwie 39 Tage. Es gibt die Stufe 10.
Ich gehe jetzt schlafen. Nein. Was? Nein. Warum nein? Es ist noch früh. Ich hab morgen Schule. Aber ich gehe jetzt trotzdem schlafen. Dann gute Nacht. Ich wünsche euch ebenfalls eine gute Nacht. Yukuzo. So, der Trainer hat es gemacht, hat es gemacht.
歴史を感じる。 行こう。 行こう。 行こう。響け。 音の力だ。
Iko. Da. Suki darake da. Also, Beppo, ich höre gerade was, dass wir irgendwie Pools nochmal bekommen, 10 Stück. Ja. Als irgendwie Entschuldigung, weil es Probleme gibt. Oder gab. Ah. Die sollen wir in der Mail bekommen. Ja, hab sie bekommen! Ernsthaft? Ja, guck in der Mail! Ich gucke. Oha. Crazy, ne? Let's go. Ja, ich liege jetzt bei 60. Also, du könntest eigentlich schon poolen. Und hättest dann immer noch 20 übrig. Stell dir mal vor, dass am Ende mit der Lobby-Beitritt haben wir irgendwie falsch verstanden und man kriegt aber gar nichts. Ich habe einfach die ganze Zeit umsonst gewartet. Mann, ich würde so gern poolen, ne? Ohne Witz. Ja. Aber ich muss sagen, all meinen Respekt. Also die haben schon auch eine Entschuldigung geschrieben. Vor eine Minute haben die das rausgeschickt. Nee, vor 4 Minuten haben die es rausgeschickt. Vor 4 Minuten haben die es im Discord angekündigt. Da steht, dass die gerade dran schon arbeiten, alles direkt zu fixen. Und dass wir jetzt Entschuldigung 10 Pools bekommen. Iko. Die kriegt jeder, der bis zum 10. Juli Allianzstufe 2 oder höher erreicht hat. Easy. Ja. Ich bin Endgame, Junge. Ich hätte es mir mehr gewünscht, hätten wir 1600 Kristalle bekommen und hätten selber aussuchen können, wo wir die 10 Pools reinmachen. Okay. Mir fehlen nur noch 14 Echos, dann habe ich sie alle. Oh, okay. Was macht man eigentlich, wenn man dann alle hat?
Also sind das nur die Echo-Form oder? Also du hast hier hast du alle Echos, die es momentan gibt, in Typen. Achso, aber das ist egal, was für eine Form die haben, also genau. Ob die Elektro sind, okay. Sonst wäre es ja komisch, sonst hätte man ja irgendwie die Datenbank ja nicht mal weiterleveln können, ne? Aber sie sind erst richtig funktionell, wenn du sie auf Stufe 20 jeder machst. Oh, ich soll mich nicht entdecken lassen. Ich renne da rein und mache instant eine Attacke. Was wollen die denn? Verwende Dienstprogramme, Projektor, um jedes Echo zu projizieren. Welches Dienstprogramm? Ah, da, Projektor. So, ja, den hatte ich schon. Was ist das eigentlich auf 7? Ist das die Kamera? Ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Der ist einfach bei G. Anders geschrieben. Ich
Das ist lustig. Weißt du, wie die heißen? Hast du darauf geachtet in der Story? Die Schwester heißt Baiji und der Bruder heißt Baiji. Ja, ich weiß. Aber die werden beides anders geschrieben. Anders was geschrieben. Ist das? Ja.行こう。 이거
Iko. Also, so wie ich mitbekommen habe, ist Mortify richtig gut, ne? Und zwar den, den du nicht hast. Ja. Genauso wie ich. Der letzte Rothaarige. Ja. Nächster Limited wird ja auch wieder ein Rothaariger. Ja. Du musst die Gang zusammenhalten, sagst du? Die Familie darf nicht getrennt werden. Schau mal, ich glaube, jetzt gehe ich in die 2D-Dimension, ne? Welche Dimension? Ah ja, das sind die Missionen, doch, doch. Doch nicht. Aber wie kann der eigentlich so laufen? Haben wir gesehen, dass er so in der Luft laufen kann? Ist das seine Ult oder was? Das ist nicht in der Luft laufen, der läuft nämlich auf Stelzen. Ja, aber wie benutzt man die? Nur bei der Ult hat er sie an. Ah, okay. Jetzt an. Ja, Solo Phase 3 ist endlich da. Schließe die Aufstiegsquest der Solo 3. Ich muss die noch abschließen.
これもこの力だ。これ、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 これ
行くぞ。止められるものか。備えあれば憂いなし。 Heute reicht es auch.彼らの意志は俺が引き継ぐ。